Im Training mit großer Aufregung. Patrick Depailler ist den Donnerstag am Nachmittag zweimal die Bolzen der Hinterradaufhängung gebrochen, und zwar sowohl im Rennwagen als auch in seinem Ersatzwagen. 50. Runde, zwei Drittel in Monte Carlo gefahren, erster Depailler hier im Bild. Zweiter Watson, Rückstand 20 Sekunden. Dritter Jody Scheckter, Rückstand 30 Sekunden, unmittelbar hinter